Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe gerade auf Twitter was richtig Geiles gefunden. Es könnte tatsächlich sein, dass wir in Season 7, möglicherweise auch erst in Richtung Season 8, einen Arena-Modus in Apex Legends bekommen. Das könnte der absolute Wahnsinn sein. Was ich denke, was der Arena-Modus ist, was ich mir darunter vorstelle, erzähle ich euch gleich. Ich zeige euch mal ganz kurz den Tweet. Und zwar ist das dieser welcher. Und da steht, es sieht wohl so aus, dass Apex Legends endlich einen Arena-Spiele-Modus bekommen könnte. Eventuell schon in Season 7, wenn man den Text oder beziehungsweise die Seite dann öffnet, kann es aber sein, dass es auch in Season 8 kommt. Denn wie kamen wir darauf? Wir haben vor ein paar Tagen, am 13. Oktober, ein Patch 6.1 bekommen. Und der fleißige Dataminer Shraktor hat dieses welches veröffentlicht. Das sind neue Quellcodes im Spiel aufgetaucht durch dieses Update, die einen Arena-Modus, einen Arena... Alter, was ist denn mit meiner Sprache los? Einen Arena-Modus vermuten lassen. Den mache ich mal wieder weg, denn... Und das ist Beweis genug. Respawn selber hat es nämlich schon mal erzählt, habe ich euch im folgenden Video schon mal gezeigt. Das ist das Thumbnail davon, Skull Town kommt zurück. Dann ging es noch um einen Pathfinder-Buff. Denn Respawn selber hat sich höchstpersönlich zu Wort gemeldet und hat gesagt, wir werden Skull Town auf eine andere Art und Weise zurückbringen. War natürlich nur eine Vermutung, was da so kommen könnte. Ich habe in diesem Video schon meine Vermutungen dargestellt. Die ähneln sich jetzt ein bisschen, denn... Erinnert euch mal, was ihr müsst euch nicht mal erinnern, es ist ja aktuell aktiv. Der Limited Time Modus vom Aftermarket Collection Event, der Flashpoint Modus, der ist prädestiniert für einen Arena Modus. Was soll überhaupt ein Arena Modus sein? Wir können davon ausgehen, dass wir irgendwo auf der Map alte Sachen, wie zum Beispiel eben, Moment, wir gucken mal, welches ich zuerst nehmen wollte, genau, wie zum Beispiel Skull Town. Skull Town soll zurückkommen. Jetzt stellt euch einfach mal vor, rund um dieses Skelett oder um Skull Town gibt es so eine Art Begrenzung. Und dann ist Ritze. Das ist wie so ein Team Deathmatch, stelle ich mir vor. Wir werden dieselben Regeln wie im Flashpoint-Modus vielleicht haben. Das ist jetzt so meine Vorstellung, dass wir dort landen oder vielleicht nicht mal landen. Auf der einen Seite ist ein Squad, auf der anderen Seite ist ein anderes Squad. So ein bisschen wie bei COD in Team Deathmatch. Wir finden vielleicht nicht mal Loot. Wir haben vielleicht sogar ein vorgefertigtes Waffensetup. Erinnert euch letztes Jahr zu Weihnachten der Train-Modus. Dort haben wir auch jeden Tag alle 24 Stunden änderte sich das Waffenloadout für die Legenden. Jede Legende hatte eine andere Waffe. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht unter den Bedingungen startest du im Skull Town so eine Art Team Deathmatch, vielleicht alle gegen alle, weiß der Geier, irgend sowas in der Art, ein Arena-Modus halt, vielleicht unter völlig anderen Regeln, aber der Flashpoint-Modus, die Regeln zumindest dafür, in diesem Kreis wären prädestiniert, dass du keine Heilung findest, sondern wenn du gerade nicht unter Beschuss stehst nach einem Gunfight, nach 3, 4, 5 Sekunden deine Energie und deine Schildzellen wieder volllädst automatisch. Welche Regeln da noch so alles kommen könnten, das bleibt unserer Fantasie, sage ich mal, überlassen. Ich habe mal noch ein paar Bilder vorbereitet, das war Skull Town, die ich mir noch vorstellen könnte. Weil ich gehe mal davon aus, Skull Town wird vielleicht so eine Art Testobjekt sein, in einem Event vielleicht. Ich gehe aber davon aus, dass der Arena-Modus tatsächlich, wenn es dann kommt, ein fester Modus sein wird. Es wäre die perfekte Variante, vielleicht für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder sonst was zu trainieren, warm zu werden oder allgemein seine Skills mal ein bisschen zu verbessern. Du hast gerade keinen Bock, was weiß ich, in den Runden mega lange zu looten. Lootest vielleicht 10 Minuten dir den Arsch wund, dann kommt Gegner, du bist platt und konntest dich überhaupt nicht richtig warm spielen. Komm, das kennen wir alles, ist einfach mal Fakt. Und so heizt du Skull Town direkt rein, hast deine Waffe, egal unter welchen Regeln, und kannst dich warm spielen, kannst ein bisschen dein Aim trainieren, was auch immer. Und ich würde euch jetzt mal noch zwei Bilder zeigen, was ich mir vorstellen könnte. World's Edge, prädestiniert, gibt es ein paar richtig coole Spots. Das ist World's Edge, so wie wir World's Edge seit Season 3 kannten, bevor es zerstört wurde. Hier neben der Baustelle sind so ein paar Spots, die ich mir unter einem Arena-Modus auch gut vorstellen könnte. Und auch ein sehr, sehr beliebter Spot, der ist schon lange auf Kings Canyon nicht mehr, ist, das sind die Kaskaden. Bin ich sehr, sehr gerne gelandet. War nicht jedermanns Spot, aber ich könnte mir vorstellen, Kaskaden, Skull Town, die Baustelle rund um World's Edge, das sind prädestinierte Gegenden für so einen Arena-Modus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare,
Welcher Spot, der vielleicht aktuell nicht mehr da ist, von Kings Canyon oder World's Edge, völlig egal, welchen Spot würdet ihr feiern als kleinen Arena-Modus? Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Von mir aus auch aktuelle Plätze als Arena-Modus, wie zum Beispiel Kings Canyon, der Octane Ring of Fire, das wäre auch ein richtig geiler Spot. Oder die Donnerkuppel zum Beispiel. Und. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Vor allen Dingen bin ich darauf gespannt, was ihr schreibt, wie ihr die Idee findet. Ich weiß, es gibt viele von euch, die halten davon nichts, weil Apex Legends nun mal ein Battle Royale ist. Aber hey, warum nicht? Für die Leute, die es feiern, kann es doch trotzdem reinkommen. Und die, die es scheiße finden, die müssen es ja nicht spielen. Das ist einfach mal meine persönliche Meinung. Ich würde es auf jeden Fall mega stark finden. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr dem Video wie immer einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid. Ich verlinke euch auf jeden Fall nochmal meinen Twitch-Kanal. Und wir stehen knapp 90 Abonnenten vor der 10.000er Marke. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich auf diesem Weg unterstützt. Und ich habe mir auch schon etwas als 10.000er Abonnenten-Special überlegt. Dazu aber später im Community-Tab wahrscheinlich mehr oder wenn ich kurz davor bin, werde ich mich diesbezüglich nochmal zu Wort melden. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, je nachdem, wenn ihr das Video seht oder eben einen geilen Start ins Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.